Das ist so eine Verschiebung, die man eigentlich überall beobachten kann im Moment, finde ich. Das ist halt für eine sehr kleine Spitze echt richtig fett ist, also immer fetter wird, und das aber für viele Leute, gerade in der Medienbranche, so dieser gute Mittelbau, wirklich Probleme hat, auf dem Level zu bleiben, wo sie herkommen. Was man dann jetzt ja auch bei Spotify beobachten konnte, ist, dass ja wirklich viele Künstler sich beschweren, dass das, was hinterher im Monat ausgezahlt wird, einfach überhaupt nicht mehr zum Leben reicht, obwohl sie recht erfolgreich sind. Und das ist eigentlich, was mir auffällt, dieser neue globale Maßstab für Erfolg ist wirklich gigantisch dann mittlerweile. Und dieser normale Erfolg, dass ich doch eine große Fanschaft habe und Leute sich für meine Musik interessieren, diese Klicks oder diese Hörerschaft reicht nicht mehr, um davon zu leben, wo man früher noch in der guten alten CD-Welt sehr gut von leben konnte. Was immer mehr zu beobachten ist, ist ja, dass ganz viel Content mittlerweile als globale Marke funktioniert, wie eben ein Game of Thrones oder Breaking Bad. Und dass es wirklich so eine Verklumpung nahezu ist in so ganz große Zentren, wie wir es auch sehen bei Apple oder Google, dass man auch da so globale Marken mittlerweile hat, die ganz viel Publikum ziehen. Und ein schönes Beispiel war hier, glaube ich, der Chef von HBO, der auch meinte, dass diese 100 Millionen, oder ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl, deswegen entschuldigt, wenn die jetzt nicht passend ist, aber eine riesige Zahl illegaler Downloads gute PR ist. Also wenn man in so einer Position ist, dass man sich gar nicht mehr darüber ärgert, wenn millionenfach der Content irgendwo einfach geschaut wird, ohne Geld zu verdienen, weil sie einfach sagen, die Reichweite, die wir dadurch kriegen, das zahlt sich hinterher aus, weil irgendwelche Leute werden dann doch einen Download bezahlen oder eine DVD irgendwo schenken. Und die Kurven gehen ja nur nach oben letzten Endes. Ich glaube, das ist so eine Monokultur, die wir da auf globaler Ebene kriegen, wo wahrscheinlich auch so kleine Firmen wie wir es sehr schwer haben, irgendwas von Relevanz zu erzeugen, wo Leute dann sagen, okay, für diese Stunde Zeit, die ich habe, gehe ich lieber dahin als dahin. Aber wir sehen dann halt viel Potenzial wirklich in den Nischen, dass man halt sagt, man entwickelt für die Politik oder für Bildungseinrichtungen oder für Unternehmen gewisse Anwendungen, die einen ganz klaren Bedarf an dieser Stelle in der Realität benötigen, und setzt sowas mit den Leuten um. Das ist was anderes, als wie dass man sagt, ich produziere etwas, was für ein globales Publikum gedacht ist, und habe ganz große Invests, aber auch ganz viele Möglichkeiten, sehr viel Geld wieder rauszuholen. Und da sehen wir ja immer mehr diese Strukturen, finde ich, dass man zusehend mitkriegt, wie da sich die Welt immer mehr auch amerikanisiert. Das ist ja schon lange der Fall, aber ich finde jetzt gerade nochmal durch diese neueren Serienformate ist es wirklich massiv.